Talk. Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Food Osteressen. Diary an Ostern. Genau. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, zum Sonntagsfrühstück. Es gibt heute eine Tasse heißes Wasser mit frischen Ingwerstückchen und einen Apfel. Wie immer die Vorspeise, Salat, Gurke, verschiedene Blattsalate, Tomate wollte ich sagen, habe ich heute nicht drauf getan, Karotte. Heute habe ich mir mal gemäßigt. Pinienkerne und was für ein Dressing, das sieht lecker aus. Oh, saure Sahne mit Senf, Olivenöl. Das sieht so weit weg. Ja, ich bin ganz weit hinter Olivenöl und eins ist mit Sesamöl und eines ist mit Zitrone und Leinöl. Wie eins? Naja, ein Salat ist. Ach so, du hast sie verschieden angemacht. Guten Appetit. So, der Hauptgang. Spargel, frischer Spargel. Gestern, ja, eigentlich hätte es gar keinen gehen. Am Donnerstag, glaube ich, haben sie nicht gewusst, ob sie verkaufen, weil es so kalt war. Und dann hat es doch, am Freitag war es ja so warm und dann habe ich gestern einen schönen, frischen deutschen Spargel bekommen. Und Kartoffel, Petersilienkartoffel. Simone hat einen Kartoffelbrei noch. Ach echt? Und ein bisschen eine Erdnusssoße. Guten Appetit. Guten Appetit. Musst nicht mehr kommen, auch zu mir, Herr Holz. Weil sie die Kamerafrau ist, die Köchin. Die Köchin hat einen Oma-Mama-Kuchen gebacken. Naja, schauen wir mal, ob er Oma-ähnlich ist. Mama-Kuchen ist ja mein Lieblingskuchen. Genau. Und den gibt es jetzt bei uns noch als Nachspeise. Weil die Simone keinen Tee mag, sonst hätte man... Wir hätten schon Tee trinken können nachher. Dann hätte ich halt nur einen Kuchen gegessen. Jetzt haben wir es jetzt schon entschieden. Ohne mich über meinen Kopf hinweg. Genau. So, es gibt jetzt noch Abendessen bei meiner Mama und zwar als Vorspeise eine Orange. So, und jetzt gibt's noch eine Pizza. Heiß. Ist deins heiß? Ja, weil ich habe ja das Tolle im Ofen. Meinst du, es sei kalt? Nein, also kalt ist bestimmt nicht. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich habe mich gestern gar nicht mehr von euch verabschiedet, deswegen melde ich mich jetzt an der Stelle nochmal. Heute ist Ostermontag und ich werde nachher mit Freunden in die Fränkische Schweiz fahren und wir werden uns Osterbrunnen anschauen. Ich nehme euch auf meinem Daily Vlog Kanal Simone Stark Live mit, beziehungsweise habe ich euch mitgenommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal vorbeischauen, ist alles unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein Food Diary gefallen hat. Mich würde natürlich interessieren, was es bei euch zu Ostern gab. Gibt es bei euch so ein traditionelles Osteressen, was ihr immer an Ostern esst oder nach Lust und Laune oder wart ihr vielleicht essen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit einem DM-Haul. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!